Heute, da geht es um eine Geschichte von einer Frau, die man eigentlich gar nicht vorstellen muss, weil ich glaube, das ist eines unserer bekanntesten Astro-TV-Gesichter. Wir reden von Hilly Hothan, aber wer sie vielleicht schon mal verpasst hat oder noch nicht kennt, soll sich eben mal selber vorstellen, unsere Hilly. Mein Name ist die Hilly Hothan. Das Sehen ist meine Begabung. Durch Visionen kann ich Ihnen ganz exakte Prognosen mit Zeitangaben stellen. Über 151.000 Beratungen habe ich bereits durchgeführt. Seit 7 Jahren bin ich eine sehr erfolgreiche Fernsehberaterin. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf Ihren Anruf. Ihre Hilly Hothan. Ja, ich würde mal sagen, wer Astro TV kennt, der kennt auch Hilly Hothan und hat vielleicht sogar auch schon mal mit Hilly Hothan telefoniert und weiß, dass unsere Berater wirklich Lebenshilfe geben. Du hast mit einer Kundin von Hilly Hothan telefoniert, denn da sind natürlich auch Geschichten dabei, die erzählt werden müssen. Richtig, es geht um die wahre Geschichte. Also Hilly kennt man natürlich aus dem Fernsehen und nicht nur aus unserem Fernsehen, weil Hilly hat ja auch ihre Fans. Ne? Da gibt es ja einen Zuschauer, der sie regelmäßig sieht und dann auch, wenn man es geschafft hat, wird man eben auch nachgemacht. Wir wissen, von wem wir reden. Aber als erstes müssen wir gratulieren, und zwar der Hilly. Sie hat nämlich heute Geburtstag. Liebe Hilly, alles Gute, toi 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 fürs nächste Lebensjahr. Deswegen sind wir heute hier mit der wahren Geschichte. Happy Birthday, Hilly. Lass es dir gut gehen. Wir haben ja auch aufgefahren. Ne? Also das ist ja, absolut. Schön, die Musik ist extra Musik. Für dich heute. Natürlich. Also es geht, ist eine ganz, ganz zauberhafte wahre Geschichte, die ich heute präsentieren darf, was die Hilly betrifft. Sie ist überschrieben mit Emil und die Liebe. Ja? Achso, ich dachte, Emil und die Detektive. Ja, so eine kleine Adaption. Ich habe da auch dran gedacht. Irgendwie deswegen habe ich auch diese Überschrift so gewählt, weil es wirklich ganz, ganz süß ist. Es geht um eine Frau, die schon 60 Jahre ist, Ruth aus Nürnberg. Und die hat Hilly im Fernsehen gesehen, und zwar bei Kalkofe. Und hat daraufhin Astro TV gesucht und Astro TV angeschaut und hat Hilly sich bei Astro TV angeschaut und hat dann gesagt, mit der Frau will sie telefonieren. Wenn jemand derartig auf die Schippe genommen wird, dann muss er gut sein. Ja. Ist Hilly ja auch und hat sie angerufen und hatte eigentlich gar keine Frage. Also es lag eigentlich gar nichts vor. Und das ist natürlich richtig schön spannend, wenn jemand dich anruft als Lebensberater und eigentlich keine Frage hat, so unter dem Motto, schauen wir mal. Das hat sie gemacht und die Hilly hat es tatsächlich geschafft, diese Ruth zu flashen, denn Hilly hat zu ihr gesagt, du wirst demnächst Nachwuchs bekommen. Brach natürlich die Kundin in lautes Gelächter aus, Hilly auch, weil sie war ja schon 60 und mit 60 Nachwuchs bekommen, das muss dann schon irgendwie einen anderen Hintergrund haben. Und dieser Hintergrund wurde auch von Hilly sehr schnell aufgeklärt, es ging um einen Hundewelpen. Und Hilly hat sehr genau geschaut und hat gesagt, und das muss ich jetzt tatsächlich ablesen, damit es auch wirklich stimmt, ich sehe einen kleinen Dackel mit einer besonders schönen Zeichnung im Gesicht. Es ist ein männlicher Welpe und er lebt bei einem Züchter in der Rhön und der will zu Ihnen. So. Ja, das war also eine sehr präzise Information. Also ich Züchter, finde, deutlicher geht's gar nicht, Züchter oder? In der Rhön. Also sie hat auch tatsächlich Dackel, dann schon danach, wie der Dackel aussieht. Danach gegoogelt irgendwie. Es gab tatsächlich einen Züchter in der Wollte Rhön. Wollte sie dann auch einen Hund? Also sie hatte einen Hund. Sie hatte einen Hund, der schon 12 Jahre alt war. Und warum sollte dieser Hund nicht einen Spielgefährten kriegen? Sie hat schon eine Weile irgendwie so darüber nachgedacht. Hilly ist noch konkreter geworden und hat gesagt, es ist der zweite Welpe, der auf sie zukommt. Ein Männchen und er wird gleich an ihn hochkrabbeln und Körperkontakt suchen. Es ist ihr Seelenhund. Auch eine ganz, ganz klare Aussage, die sie gemacht hat. Also sie hat tatsächlich die Kundin, einen Züchter gefunden in der Rhön, hat den angerufen, angeschrieben erstmal, ist er hingefahren. Der zweite aus dem Wurf krabbelte an ihr hoch, wurde natürlich adoptiert, kriegte den Namen Emil. Und dann hat der erste Hund von ihr, diesem kleinen Hund, den Welpen alles beigebracht. Also das heißt, die haben sich wunderbar verstanden und kamen wunderbar klar. Daraufhin hat sie dann wieder angerufen bei der Hilly. Und da hat die Hilly etwas gesagt zu ihr, was für uns Lebensberater immer wahnsinnig schwierig ist, wenn wir etwas sehen, etwas nicht sagen dürfen, aber etwas transportieren müssen. Das hat die Hilly gemacht und das finde ich ganz klasse und die Kundin fand das auch klasse. Die hat nämlich etwas wahrgenommen von dem älteren Hund und hat gesagt, der ältere Hund wünscht sich, dass er zusammen mit dem jungen Hund zum Tierarzt geht. Jetzt wirst du schon wahrscheinlich ahnen, was bevorstand. Die Kundin hat erst nicht so richtig verstanden, worum es ging, aber
hatte das auch gar nicht auf dem Plan. Also ein Tierarzttermin stand zwar an, aber sie wäre nicht auf die Idee gekommen, den jungen Hund mitzunehmen. Hat sie aber gemacht und das hat sich als sehr gut herausgestellt, denn der ältere Hund war sehr schwer krank, was keiner bemerkt hat und musste dann tatsächlich den Weg gehen in den Hundehimmel. Und der kleine Hund war dabei, hat bei ihm gelegen und auf dem Arm und konnte so also das ganz, ganz friedlich hinübergehen. Und sie war sehr, sehr dankbar für diesen Tipp, das so zu machen. Mhm. Ja. So, und dann haben sie wieder telefoniert, hat sie das eben erzählt, irgendwie wie das war und sich bedankt. Und dann hat die Hilli ihr wieder gesagt, ich sehe, dass du mit diesem Hund, mit dem neuen Hund, mit dem Emil, auch Preise gewinnen wirst, dass du in die Öffentlichkeit gehst. Hatte sie auch überhaupt nicht auf dem Schirm, hat sie gemacht und hat tatsächlich einen Preis gewonnen oder mehrere inzwischen schon irgendwie. Also dass sie bei, gibt ja solche Hundeausstellungen oder sowas. Also muss ein Paradehund sein und es ist tatsächlich ihr Seelenhund geworden. Also eine wirklich rundum gelungene Beratung, die sich nun mal tatsächlich so auf das Thema Tier bezogen hat. Die haben auch über andere Sachen gesprochen, ja, aber das haben wir jetzt mal so rausgegriffen. Hat Hilli sehr präzise gesehen und die Kundin eben sehr, sehr schön und auch emotional war. Begleitet. Hat mir sehr gefallen. Mein Name ist die Hilli Hothan. Das Sehen ist meine Begabung. Durch Visionen kann ich Ihnen ganz exakte Prognosen mit Zeitangaben stellen. Über 151.000 Beratungen habe ich bereits durchgeführt. Seit 7 Jahren bin ich eine sehr erfolgreiche Fernsehberaterin. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf Ihren Anruf. Ihre Hilli Hothan.